wir spielen heute Abend das Schostakowitsch-Trio in E-Moll zusammen mit Juliana Avdeva und Kian Soltani. Und das ist für das Internationale Rote Kreuz ein Benefizkonzert für Ukraine. Das ist für medizinische Unterstützung, für Fluchthilfe, überhaupt für humanitäre Unterstützung. Und wir bitten Sie ganz, ganz herzlich, dass Sie uns auch außerhalb des Konzertevents mit diesen Spenden unterstützen, dass Sie das Rote Kreuz unterstützen in seiner Hilfsaktion in der Ukraine. Dieses Schostakowitsch-Trio, das im Jahr 1944 komponiert wurde, fällt in eine Lebenszeit von Schostakowitsch, die sehr traumatisch war. Und ein Werk, das uns immer wieder vor Augen führt, welche Zerstörung der Krieg bringt und wie wichtig es ist, mit der Musik gegen diesen Wahnsinn anzuspielen. Weil ich glaube, es war Goethe, der gesagt hat, wenn Worte enden, beginnt die Musik. Da, wo wir verstummen vor Grauen, vor Entsetzen, vor Traurigkeit, das ist die Musik, die uns zeigt, dass wir wieder zueinander finden können und dass wir als Musiker das Miteinander pflegen, den Dialog über die kulturellen Grenzen hinweg, die verschiedenen Ethnien, religiösen Zugehörigkeiten, Musik. Ja, wir alle, glaube ich, sind von der Musik gleichermaßen berührt und finden da eine Gemeinsamkeit, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. Es ist natürlich eine besondere Freude, mit diesen wunderbaren Musikern hier zu musizieren in Luzern. Mein musikalisches Leben hat ja eigentlich hier begonnen. Ich habe die ganzen großen russischen Musiker hier getroffen, Oistrakh, Milstein, die ja ganz prägend waren, nicht nur für meine Generation. Luzern ist nach Hause gekommen, das Festival hat Weltgeltung und es ist nun das vierte Konzert für Ukraine, das vierte Benefizkonzert, das ich in 5 oder 6 Wochen spiele. Und es freut mich ungemein, dass ich dieses Werk Schostakowitsch, dass ich dieses gemeinsame Erlebnis, dieses Gebet für den Frieden und diese Bitte um Ihre Spenden hier in Luzern spielen darf.